Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Medieval 2 Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Heiligen Römischen Reich und kämpfen noch gegen König Gregorio von Sizilien. Wir werden jetzt mal noch hier ein bisschen Infanterie in diese Armee hier reinstecken. Für das Reich. Weiß ich nicht, nur ja, die Sergeants mit und dann greifen wir den jetzt mal an, ne? Kaiser. Ja, Kaiser. Wir werden keinen der Fremden verschonen. Ja, ich wüsste jetzt auch mal gerne, der wievielte sizilianische Anführer ist das jetzt, den wir ausgeschaltet haben? Der vierte oder der fünfte, ne? Also irgendwann, die sollten doch ein leichtes Führungsproblem jetzt haben, ne? So, der Job, ich meine, das hat natürlich auch gewisse Vorteile, dass der Job des Seitenanführers bei denen so oft frei wird, ne? Aber jetzt mal ehrlich, das sagt doch auch irgendwie was darüber aus, wie viele Leute diesen Job, oder das sollte zumindest was darüber aussagen, wie viele Leute diesen Job dann tatsächlich auch noch machen wollen, ne? Weil das ist ein bisschen undankbar, glaube ich. Ich meine, Lebenszeit oder die durchschnittliche Lebenserwartung in diesem Job verhält sich doch umgekehrt proportional zur Amtsdauer, oder? Unsere Männer werden angegriffen! Wir müssen etwas tun! Da hat er noch eine Sergeant-Speerträger dazwischen, ne? Unsere Männer gewinnen die Schlacht! Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg. Alter, wie schnell die Sergeant-Speerträger von dem sind, ne? Was ist das hier? Muslimische Bogenschützen, bitte auch. Da, nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig! Eck. Danke, im siebten Versuch hat es dann geklappt, die Einheit anzugreifen. Haut ab. Immerhin, ne? Ich meine, er kriegt einen schönen Firmenwagen dazu. So Feudalritter als Leibwache, ne? Das ist ja auch schon mal immerhin ein gewisser Komfort. Bleibt stark. Die Frage ist, das tatsächlich. Ja, okay, pass auf. Ob das halt den entsprechenden Aufwand wert ist, ne?
Wir geben ein kleines bisschen mehr Gas. Wir haben die feindliche Armee geschlagen. Jetzt ist es Zeit, die Schweine zu zerquetschen. Okay. Reicht mir. Mehr brauchen wir da nicht mehr zu machen, ne? Keiner kann bestreiten! Genau, denn diese... Das war der Untergang der Feinde des Reiches. Aha, ich wollte gerade sagen, seine Heiligkeit ist nicht mehr um das Schicksal dieser Seite bemüht, nachdem wir den dritten Anführer der Seite ausgeschaltet haben. Wir werden ehrenvoll erobern, Kaiser. Super. Beginne die Belagerung, edler Kaiser. Mit diesem Sieg. Dann holen wir uns mal schnell Antiochia. Ein ehrenhafter Sieg. Wenn da der Job des Bürgermeisters auch wieder ausgeschrieben ist, dann sollten wir uns da beeilen, ne? Okay. Ja, Kaiser. Ja, Kaiser. Lauf noch ein Feld. Bau mal den Wachturm hier hin. So, kannst du den mitnehmen? Ja, mach das. Bitte vorbehaltlos einfach die ganzen Typen einsammeln. Wie alt bist du? 26? Ja, Flotte bereit. 54. Für das Reich. Ja gut, ich meine, ne, dann müssen wir hier unseren... Für das Reich. Ich meine, das ist halt voll der Haudegen, ne? Aber, ja... Morgen ziehen wir weiter. Eure Befehle, Kaiser. Auf der anderen Seite Sigfridus von Kassel mit 26 Jahren 9 Kommandopunkte. Das ist halt auch nicht von schlechten Eltern, ne? Ja, Kaiser. Ich weiß nicht, ne? Also. Ja? Ja. Schlage das Lager auf. Ja. Errichte einen Wachturm. Lasst uns. Das ist halt voll der Schlechte, ne? Bewegung. Mein Kaiser, wie ein Schatten, die Augen des Reichs. Ja, nee, bleib da mal lieber noch hier mit dem. Aha. Für heute gehe ich nicht mehr weiter, mein Kaiser. Arguin. Sieht so aus, als könnten wir da hinlaufen. Weiß gar nicht, ob das so einfach ging. Oder ob das schon immer so war. Wow, ja, doch 29 Gold. Unterwegs. Für heute kann ich nicht mehr weiter, Kaiser. Ja, Kaiser. Und das Elfenbein 123. Gute Nachricht. Dieser Händlerposten hier, der wird auch relativ bald frei. Ich habe mich verausgabt. Denn die Mauren wird es auch nicht mehr so lange geben. Mein Kaiser. So, den Kaufmann schießen wir wieder auch mal hier runter. Dann haben wir noch einen Kaiser, Spion und Priester auch noch einen Spion. Kaiser. Welcher Spion ist der bessere? Die Augen des Reichs. Der eine hier. Ich muss mich hier lang, ausruhen. Bitte. Ja, Kaiser. Ich bin unterwegs. Bleib da stehen und behalt einfach mal Algier im Auge. Wollt ihr mir etwa einen Befehl erteilen? Ja. Das muss ich mal gucken, ob ich dir noch einen Befehl erteile. Kann ich so gerade schlecht sagen. So, der Ansgar, der bleibt in Granada mal hocken. Der Ansgar, der braucht irgendwie 4 Infanterieeinheiten und 2 schöne Ritter. Und vielleicht noch 2 Fernkämpfer. Das würde ja dann auch reichen, ne? Aber Pavese-Armbrustschützen können wir hier zum Beispiel gar nicht fortbilden, ne? Nur normale Armbrustschützen und so Knaben, ne? Okay. Ja, Kaiser. Dann werden wir trotzdem so nett sein und ihm 2 Armbrustschützen spenden. Und der Ansgar nimmt dann auch noch eine Einheit Bogenschützen mit und vielleicht noch eine dritte. Das reicht ja dann auch. So. Das heißt also. Befehle, Kaiser. Du, ja, mein Kaiser. Du. Ihr wünscht. Ja, mein Kaiser. Du, Befehle, du. Kaiser. Ihr kommt schon mal hier Kaiser. Hin. Ja, Kaiser. Kaiser. Den kannst du auch noch mitnehmen. Ihn soll ich zerschmettern. Ihr wünscht. Ja. Du gehst hier hin und dann ja, zack. Truppen. Wir gehen an Bord. Aber hier doch noch
eine ganz brauchbare Verstärkungstruppe. Ihr müsst mit uns um diese Wollen wir uns Wasser mit kämpfen. Dem anlegen? Eigentlich Wollt ihr mir nicht. Etwa einen Befehl erteilen? Eure Befehle. Pass auf, geh mal nach Granada, nur so zur Sicherheit. So, den bitte einmal fortbilden, passt. Ja, die habe ich bewegt, ne? Ja, ich schlage vor, nimm zwei Bauern oder, warte mal, ja, so, lass das mal so und dann, wenn wir die Einheiten aus Tunis alle abziehen. So, Sizilien ist vernichtet, plus 3 Loyalität, plus 3 Kommando, super. Antiochia baut eine Kirche, repariert die Gebäude, baut eine Rodung, eine Straße, dann ist die Q hier auch voll. Lasst uns zuschlagen, Kaiser. Noch nicht. Befehle, Kaiser. Ja? Den Spion nehme ich gerne mit. Mein Kaiser. Hier. Für heute gehe ich nicht mehr. Mongolen müssen mein da Kaiser. Unten irgendwo sein, oder? Die Augen des Reichs. Ihr wünscht. Wenn ich marschiere. Hier hingehe, ne? Keine weiteren Einheiten dieses Typs zur Rekrutierung vorhanden, aber nur in dieser Stadt, ne? Wen soll ich zerschmettern, Kaiser? Ja, du zerschmetterst am besten mal noch gar nicht so viel, sondern ja, mein Kaiser. Schmetter mir erstmal Vorwärts. Zwei Infanteristen hier rein. 60%. Rekrutier noch zwei und einen Sergeant. Ja, Kaiser. Ich glaube, dass das dann ausreichen müsste, damit du schon mal weiterziehen kannst Richtung Edessa. Ja, schlage das Lager auf. Lasst uns zuschlagen, ja? Lasst uns zuschlagen, Kaiser. Kaiser! Ah ja, guck mal, aber warte mal, das ist vielleicht gar nicht so blöd. Laufen wir mit dem ja, noch Kaiser. Da hoch? So Allah es will, lasst. Wen soll ich zerschmettern, Kaiser? Marschier! Dann lauf du dahin. Kannst du da nächste Runde fortbilden? Ja, Kaiser.
Lauf mal vor, weil ich denke, hier, da sind so ein paar Einheiten dabei, die hätte ich ganz gerne halt in Antiochia zur Garnison, ne? Da brauche ich die hier nicht. Ja, Flotte bereit. Mhm. Ich stelle die Flotte mal hier hin. Befehle, Kaiser. Ja. What? 65 öffentliche Ordnung nur, okay. Ja komm, ein Bauer reicht da doch noch, oder? Also ja, so viele Bauern kann man da doch gar nicht brauchen. Volle Segel. Sag mal, was da so los ist. Befehle, genau, du dann hier hin. Fortbilden machen wir hier ein andermal. Jetzt erstmal noch nicht. Du hast aber noch einen Bewegungspunkt übrig. Bau mal schnell hier einen Wachturm hin, dass ich so grob sehen kann, was da noch kommen könnte. So, ne, wir brauchen da gar nicht so eine riesen Sichtweite erstmal, sondern nur so ein bisschen den Hinterhof im Auge behalten. Das tut, glaube ich, hier ganz gut. Da habe ich schon gesagt, der darf versuchen, mich anzugreifen. Attentäter. Mein Kaiser. Ja, Heiliger. Ich bin Diener Gottes. In Gottes Namen. Ja, der Diener Gottes, der kann mal in Helsinki dem Gott dienen. Greift an oder lass mich in Ruhe. Hier hin am besten. Ja, Kaiser. Heute. Ihr müsst mit uns. So dass der mich nicht sofort angreifen kann. Ja, Kaiser. Weil im Zweifelsfall sage ich, komm, lass die Truppen hier. Absetzen und dann ist das auch in Ordnung. Kaiser! Kaiser! Mein Kaiser? Ah, guck mal hier, in Aarhus ist da was. Mit dem Steuersatz ein bisschen runter. Gucken, wo wir halt überall die roten Gesichter sehen, ne? Okay. Gut. Das heißt, wir haben hier die ganzen wichtigen Sachen jetzt gemacht. Jetzt könnten wir nochmal hier schauen. 1200, ja. 2000, warum nicht? 600, klar. Wirtshaus, lass mal noch. So, du rekrutierst jetzt mal die drei Einheiten hier. Dann können wir nämlich mit den Leuten auch mal so langsam hier raus. Wollt ihr mir etwa einen Befehl erteilen? Es ist mir eine Ehre, Kaiser. Ich meine, sind wir ehrlich, der hat da schon genug gemacht, ne? Bauen wir mal hier einen Kaiser. Wachturm Errichte hin. Errichte einen Wachposten. Für das Reich. Den schickst du mir dahin. So, Marrakesch ist fertig. Tiflis lasse ich mal. Trapezunt. Ja, können wir auch mal so lassen. Antiochia haben wir gemacht. Gaza auch. Adana. Können wir auch mal so lassen. Caesarea, ja, warum nicht? Nikosia. Warum nicht? Also, wobei ich hier sagen muss, ja, das bauen wir auch irgendwann mal zur Stadt um. Iconium. Okay, Kiew. Nicea, ja. Pff. Ja. Ja. Konstantinopel. Weiß nicht, wollen wir die Kirche da noch einen Auftrag geben? Smyrna, ja, dann bau. Smyrna ist eine Festung. Nicht wahr? Ja, Smyrna ist eine Festung. Ist die Frage, ob wir Smyrna als Festung behalten wollen. Ja, so rein von der Geografie her können wir das durchaus verantworten, finde ich. Baumeisterwerkstatt, tja.
Waffenkammer. Tja. Wir bauen mal den Schmied hier. Helsinki ist auf jeden Fall, also das aber als Festung zu behalten, ist auf jeden Fall doof. Da würde ich ganz klar sagen, pass auf, bau noch die Kapelle und dann bau das Ding zur Kleinstadt um. Das hat ja überhaupt keinen Sinn, da eine Festung zu haben. Nicht wahr? Ja, Krakau, dann vielleicht, und dann wirklich halt mal hier den großen Markt, ne? Ich meine, jetzt, wo wir die Kohle ohnehin haben, wow, eine riesige Kathedrale für 10.000. In Budapest, wollen wir das machen? Aber das ist halt auch so teuer, warum sollten wir sowas machen? Boah, der Alter. Deswegen willst du dir Bürgermeisterpalast. Forlorn Hope Kompanien. Okay, weil ich nicht weiß, was es ist, bauen was. Ich will es gern wissen, was es ist, also bauen wir das. Hier bauen wir den Markt aus. Können wir nochmal mit der Kohle schweinzen. Dann baust du mir halt überall diese Ackerflächen da aus, ne? Stopp mal kurz. Bologna. Ja, den Marktplatz auf jeden Fall, ne? Florenz, ja, baut hier auch einen Markt, ne? Kannst die Ortswache dann auch übrigens weiter ausbauen. Wir wollen ja natürlich auch so Sachen wie Korruption und so niedrig halten. Boah, der Typ, der hat offenbar, warte mal, ja, Naja, komm, baut trotzdem. Bei den italienischen Städten gehen wir dann komplett auf Handel. Jetzt kann so bleiben, es kann auch so bleiben. Es wäre besser tatsächlich, wenn der wirklich das Geld auch in dieser Runde abziehen würde. Paris kann den Markt bauen. Damit man einfach die Übersicht halt hat. So, wie viel Geld hat man, wie viel Geld kann man da reinstecken und so. Das wäre wirklich echt besser, fände ich. Ne? Weil ich meine, ich kann jetzt natürlich hier überall so, ne, so diesen ganzen das ganze Agrargedönse irgendwie in Auftrag geben. Aber dann laufe ich ja Gefahr, dass nachher hinten irgendwo, also dass ich dann irgendwo zu viel Geld ausgebe und dann können nicht alle Gebäude gebaut werden oder so. Ich finde das irgendwie ein bisschen komisch. Eure Befehle, Kaiser. Hier ja, rekrutieren wir nichts. Dann kommst du doch hier rüber. Können wir nicht hinsegeln, Kaiser. Und versuchen wir hier diese. Seid ihr sicher, Kaiser? Okay, gut. Ah, warte mal, stopp, da ist noch ein russischer Flottenverband. Dann greift mal an, der nervt. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Und falls nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Also, ich hoffe, dass er jetzt den Angriff versucht. Jawohl, das sieht gut aus. Mhm. Heute werden wir sie im Namen des Kaisers zerschmettern. Gottes ist tausendmal stärker als menschliche Rüstung. Sein Zorn gegen unsere Feinde tausendmal besser als tausend Pfeile. Unser Glaube schenkt uns seine Hilfe und noch mehr den Sieg. Nun ruft
Sankt Michael und sucht nach diesem Sieg. Da drüben steht eine Armee der Russen. Männer, die ganz gewiss vor ihrem Weibsvolk flohen. Und wer würde das nicht? Denn Russinnen sind Bärinnen in Gehabe und Aussehen. Danken wir Gott, dass die Gemahlinnen in unserem Reich gut aussehend sind. Auch wenn sie meist einem anderen gehören. Mit Gottes Gnade werden wir heute ein Viertel der feindlichen Armee fällen. Mut soll unsere Losung sein, die ihre Verzweiflung. Und nun vertraue ich mein Leben Gott an. Denn die Sache unseres Reichs ist wahr und gerecht. So betet, ihr tapferen Narren, damit Gott euch beisteht. Okay, so. Nachdem der obligatorische Russinnen-Diss hier auch abgeschlossen ist. Das ist halt so krass, ne? Wie der halt, vor allen Dingen, wie die immer über die Frauen flamen, ne? Das ist echt, echt geil. Okay. So, die Taktik ist jetzt nicht die schönste, aber sie funktioniert ganz gut. So, und zwar. Also, wir brauchen hier. Genau, ihr müsst euch alle mal bitte so in diesen Schildron reinstellen. So, wir machen zwei hier hin. Ungefähr so. Ungefähr so. Genau, nicht zu weit weg von der Piazza, damit wir halt auch nicht zu hohe Moralverluste erleiden. Und halt vor allen Dingen immer so hinstellen, dass er nicht direkt auf die Piazza drauflaufen kann. So, ne? Jetzt haben wir noch unsere paar Weser Armbrustschützen. Wir könnten die natürlich auf die Mauern stellen, haben dann aber halt das Problem, dass wenn unsere Einheiten auf der Mauer stehen, ich muss ja irgendwie, muss ich ja nachher hinter denen kommen, ne? Ja, toll. Das machen wir dann gleich. Ich habe immer das Problem, wenn die Einheiten auf der Mauer stehen, dann kommen die relativ bald in den Nahkampf und da sehen unsere Armbrustschützen natürlich auch nicht so super aus, ne? Was wir stattdessen halt eher wollen, ist, dass wir unsere Kavallerie halt hier so in der Gasse aufstellen und versuchen, ihn zu flankieren, ne? Das ist wesentlich effektiver. Dann hat er ja noch relativ viel Arti dabei, die wird ihm auch nicht so viel bringen. Ich werde unsere... Ja, jetzt kommen die, stellen wir mal hier noch vors Tor. So, die Stadt ist halt riesig. Das ist schwieriger zu verteidigen. Du machst bitte mal da den Plänkelmodus aus und dann stellst du mir die Einheit mal so hin. So, und jetzt können wir erstmal ein bisschen zugucken, wie der unsere Mauern einnimmt. Vielleicht schießt er auch einfach nur das Tor auf. Das ist auch okay. Okay, der schießt mit den Ballisten die Mauer kaputt. Gefallen! Unsere Männer müssen jetzt an das Reich denken und stark sein. Ja, mach mir bitte noch eine Mauer kaputt. Stellen, damit das Tor schießt. Unsere Männer müssen jetzt an das Reich denken und stark sein. Guck mal. Jetzt gut, wenn er noch mit dem Rambock vorfährt und das Tor einrammt. Einfach nur, um das so komplett zu machen. Unsere Jungs halt so, ja,
Der Kaiser hat gesagt, wir sollen das Tor verteidigen, also verteidigen wir das Tor. Die Mauern sind gefallen! Unsere Männer müssen jetzt an das Reich denken und stark sein. So. Wählen bitte. Einmal hier. Unsere Mauern wurden von den Feinden eingenommen. Das ist nicht so schlimm. Wir mussten ja auch nur ein bisschen schießen. Die Leitern des Feindes haben unsere Mauern erreicht. Lasst die Schweine für diese Unverschämtheit zahlen. Ja, alles gut. Okay. Mach du mal den Schildhorn aus. Unsere Männer werden angegriffen. Ah ja, sehr wir gut. Müssen etwas okay. tun. Hierhin bitte. Die Schlacht läuft Hier gut schießt für bitte das den Reich. General ab. Bleibt stark und der Feind wird besiegt werden. Das sind alles Fernkämpfer, ne? Nee, genau so sollst du ja nicht laufen. Das ist ja Quatsch. Ein Feind des Reiches liegt tot zu unseren Füßen. Jawohl. Da kommen zwar noch ein paar Speerträger, aber wenn wir jetzt seine Einheiten im Rücken attackieren, ist das für ihn ungesehen. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark und der Feind wird besiegt werden. Unsere Männer werden angegriffen. Ja. Wir müssen sofort handeln. Aber wenn wir den jetzt noch im Rücken attackieren. Jawohl. Da seht ihr es, mit einer Flanke im Rücken können die nicht mehr viel. So, unsere Jungs jetzt wieder bitte. Jetzt, das mache ich jetzt gerade während Pause ist, weil die Einheitenpositionierung bei Städten einfach immer ein bisschen buggy ist. Was das hier für ein Icon ist, weiß ich übrigens nicht. Hierhin und hierhin bitte.
Genau. Und bitte nochmal Schildron. Genau, so, jetzt können wir das mal gerade ein bisschen beschleunigen. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. So, du läufst jetzt mal hier hin. Wir machen das mal auf doppelter Geschwindigkeit. Der Feind hat die Hälfte seiner Armee verloren. Die Einheit hier backt ein bisschen. Na, das könnt ihr auch hören. Funktioniert irgendwie nicht so mit den Einheitenbefehlen. Umdrehen. Die Schlacht läuft gut für das Reich. Ihr seht, warum das wichtig ist, dass man bei diesen Stadtverteidigungen auch eine Kavallerie dabei hat, ne? Denn diese KI-Einheiten, die halt auf eure Piazza draufdrängen, die sind super anfällig dagegen, wenn ihr die halt im Rücken attackiert. Ihr könnt die super einquetschen. Und ihr reibt die in der Regel halt super heftig auf, ne? Okay, ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Irgendwie mein Sohn wollte noch was von mir. Jetzt müssen wir mal schauen. Also, wir machen das ganz entspannt. Kannst du da hinten hin? So, schauen wir mal, ob die Armbrustschützen hier treffen. Ah ja, jetzt geht's doch. Stopp. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ja, ist der Sieg unser. Genau, davon gehe ich jetzt allerdings auch aus. Und ihr kommt mal bitte hier hin. Ihr bitte hier hin. Super Antacke. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ist... Wir haben die feindliche Armee geschlagen. Jetzt ist es das Zeit, war zu Schweine erwarten. Zu also wie gesagt, diese, das ist super stark, wenn ihr halt den Gegner, so wie hier, jetzt relativ einfach in eine Situation hineinlocken könnt, wo die Gegner auf der Gasse gegen euch kämpfen und ihr könnt dann mit der Kavallerie in den Rücken reinbrettern, ne? Das ist super mächtig. Und in der Regel kriegt die KI dann da auch nicht mehr viel hin gegen euch.
Ja. Schaff doch mal an. So, ne? Das Reich hat seine Überlegenheit durch diesen Sieg bestätigt. Ja, wenig Verluste, ne? Und es passt doch gut. Die Ansichten. Sofort, mein Kaiser. Lösen die Befestigung auf. In Thorn, das Hauptquartier der Deutschritter. Gerne. Das bringt doch bestimmt auch noch irgendeinen tollen Bonus, oder? Annektiert die Siedlung Edessa. Ja, gerne. Boah, Alter, wir haben fast ein World Conquest. Öffentliches Chaos in Nikosia. Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser. Ihr wünscht... Und in Valencia, Alter, was los? Achso, ich hab der... das ist das Ding, was ich umgebaut hab, ne? Die Ritter von Santiago, mhm. Dann gehen wir hier auf niedrig mit dem Steuersatz, machen Rathaus rein und dann die Stadtgarde und so, ne? Das ist doch alles... ja, vor allen Dingen hier Kai, den Händler hätte ich gerne hier. So, mal schauen, vielleicht stellen wir da auch nochmal dann wieder ein paar Einheiten ab, ne? Einfach nur, um hier nochmal Ruhe reinzukriegen, ne? Warum ist die öffentliche Ordnung hier so schlecht? Religiöse Unruhe, Aufruhr und Entfernung zur Hauptstadt. Garnison 10% nur? Wow, das ist echt wenig. Aber wenn diese 4 Einheiten 10% bringen und wir nochmal 3 Einheiten rekrutieren, hoffe ich, dass ich dann nochmal 10% kriege und dann auf 70 bin. Also ansonsten wäre es halt irgendwie doof, ne? Okay. Feindarmee vertrieben, super. Rundenbericht. Finanz und Produktion sind wir schlechter. Die Mongolen gibt es immer noch gut. Die Mongolen sind die reichste Seite und die Ägypter die fortschrittlichste. Florenz wächst, das erklärt auch einiges. Denn Florenz hat ja so ein bisschen Probleme mit der öffentlichen Ordnung. Zagreb wächst, das ist auch schön. Ja, dann sollten wir das vielleicht nochmal vorne hinschieben. Ragusa ist bereit zum Aufrüsten. Schön. Sollten wir das vielleicht... Obwohl, warte mal. 9600. Es ist einfach viel zu teuer. Es ist einfach viel zu teuer. Oh mein Gott. Seid gegrüßt, Kaiser. Ja, zünd ihn bitte an. Wen habt ihr im Verdacht? Keine zünd ihn Gnade bitte für an. Die Unreinen. Und, ja, ich weiß nicht. Ich baue die Festung hier nicht aus. Ragusa, es ist zu teuer. Wir brauchen da auch nicht so eine riesen Festung, ne? Smyrna. Können wir tatsächlich ausbauen. Smyrna ist nicht so teuer. Und Helsinki bauen wir um. Sorry für die Unterbrechung. Ja, Helsinki, ne? Wie gesagt, also bauen wir ja auch. Das bauen wir ja sogar um. Ja, noch einen Bauern. Irgendwie auch noch den und den. Und dann, ja. Dann kann das da seine Wege gehen. Der Erhard ist volljährig und der Erhard ist an einem ziemlich ehrlosen Ort und der Erhard stellt sich mal hier unten nach London, da kann der nämlich, warte mal, das tut übrigens auch eine Kogge hier, dann kann er da rüber. Ach, guck mal, da ist der Leopold. Hier haben wir doch jetzt diesen
das Hauptquartier der Deutschritter, ne? Das sieht hier mit diesem Zwiebeldach recht orientalisch bzw. bayerisch aus ansonsten. Aber gut, gucken wir mal. Deutschritter, 6 Stück, Erfahrung 2. Dient auch als Residenz des Hochmeisters. Können ohne Befehl vorstürmen. Das ist tatsächlich nicht mal unbedingt ein Vorteil. Die Frage ist eher, wo gehen wir mit dem Leopold noch hin, bevor wir diesen Part für heute beenden? Ah ja, warte mal, genau, du gehst mal nach Ragusa. Ja. Und dann kannst du dich nämlich da unten einmal um diese Rebellen kümmern. Oder zumindest... Okay, alles klar. Ganz viele Sachen dazu bekommen. Ja, Flotte bereit. Ja. Achtung, alle Mann von... Ja, Kaiser. Ja, Kaiser. Ja, Kaiser. Nun sind sie verloren. Ja, Flotte bereit. Ja, Kaiser. Schieß sie eine auf. Wir brauchen nur eine. Und danach läuft sie hier hoch. Ich wechsle keine Worte mit dem Feind. Wollt ihr die Macht des Reiches spüren? Dann kommt näher. Dann kommt näher, genau. Pass auf. Nimm noch hier 2 von denen mit und nimm hier nur 2 von denen mit. Ich glaube, dann holen wir uns hier irgendwie 2 Söldner, ein bisschen Miliz und dann können wir den auf dem Weg runter schon mal mitnehmen, ne? So, Beziehungen verbessern mit Papststaaten, gut. Rekrutierungsbericht ist easy und Baubericht ignorieren wir einfach. Und der Papst ist mit, der mag uns weniger. Alter, immerhin, einzige katholische Seite außer dem Papst und uns ist Polen. Und die sind wir dann bald auch los. Warum ist hier ein Ketzer? Warum ist hier ein Ketzer? Ja, heiliger Kaiser. Zünd den bitte an. Ein Prozess wegen Ketzer. Ich bin der Allwissende. Du bist der Nikolaus Haltet Dietrich, hätte ich jetzt eher gesagt, aber okay. Befehle, Kaiser. Jo, gut. Im nächsten Teil gibt's mehr. Bis dann. Macht's gut und Pax Vobiscum. Valete.